was jeder Österreicherin und jedem Österreicher zusteht. Ein Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit in unserem Land. Eine offene Zukunft mit echten Chancen. Ein Gefühl, dass es Sinn macht, sich anzustrengen, wenn man dann auch etwas erreichen kann. Jobs, von denen man gut leben kann und Wohnungen, die man sich leisten kann. Ein Klima, in dem nicht gestritten wird, sondern offen und konstruktiv geredet. Eine Schere zwischen Arm und Reich, die nicht weit auseinandergeht, sondern sich wieder schließt. Ein Land, in dem die Starken auf die Schwächeren schauen. In dem Frauen dieselben Rechte und Chancen haben. In dem man entspannt alt werden kann, wissend, dass einem niemand etwas wegnimmt. Ein Land, das Menschen in Not aufnimmt, ohne sich dabei zu übernehmen. Und wo man von diesen Menschen auch erwartet, dass sich alle an die Regeln halten. Ein Arbeitsplatz, wenn man wirklich den Willen hat, zu arbeiten. Zu spüren, selbst am eigenen Leib zu spüren, dass wir eines der reichsten Länder Europas sind. Genug zu verdienen und sich frei genug zu fühlen, dass man heiraten kann, wenn man will. Und auch wen man will. Es sich leisten zu können, Kinder zu haben, wenn man will. Dabei sein zu können, wenn diese Kinder groß werden, als Mutter genauso wie als Vater. Keine Angst vor der Zukunft haben zu müssen. Keine Angst haben vor der Wirtschaft, vor Katastrophen, vor Kriegen im Ausland. Zu spüren, dass es uns gut geht und dass wir dankbar sein können. Das ist es, was es bedeutet, in Österreich zu leben. In einem Österreich, das Sie und Ihre Familien über Generationen zu dem gemacht haben, was es heute ist. Eine Erfolgsgeschichte, eine einzige, großartige Erfolgsgeschichte. Das ist es, was jeder Österreicherin und jedem Österreicher zusteht. Das ist es, was Ihnen zusteht.